zunächst möchte ich mal ganz herzlich hier bei TRM begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ich habe einige gesehen, die haben gesagt, na, ich war jetzt ja schon öfters bei 3M. Wagen Sie mal, in einem Vorstand einer Firma, 5 Vorstandsmitglieder getrennt oder 3 voneinander, existiert ein Leitbild in Ihrem Unternehmen und ist das unternehmensweit bekannt. Und jedes Unternehmen könnte mal prüfen, wie weit es ist. Und ich glaube, wenn man das ehrlich beantwortet, dass man feststellt, was unsere Experten zur Zukunftsfähigkeit der Marke gesagt haben, ist wirklich eine Herausforderung und keine langweilige Bestätigung dessen, was man schon immer wusste. 3Cs. Das erste ist Brand Contest. Da sind, ich sag mal, die immer noch gültigen Regeln. Und eine Marke muss tatsächlich in der Lage sein, etablierte Treiber neu zu interpretieren. Ja, liebe Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich aus der Deutschlandzentrale von 3M hier in Neuss. Heute Abend haben 140 Mitglieder des Marketing Club Düsseldorf erfahren, was Marken wirklich zukunftsfähig macht. Und bei mir stehen zwei Herren, die heute Abend referiert haben. Der Hartmut Schäffler, der Chef von TNS Infratest, und Alessandro Pannella aus der Geschäftsführung von Gray. Meine Herren, Sie haben heute Abend die Ergebnisse der Studie Brands Ahead vorgestellt. Können Sie mir ganz kurz sagen, warum jeder Markenverantwortliche die Studienergebnisse kennen sollte? Herr Schäffler. Ja, es geht um die Zukunftsfähigkeit von Marken, also nicht der Blick nach hinten, sondern die Frage von den Experten beantwortet, von Marketingleitern, wo sehen wir die Treiber, Marken auch in der Zukunft erfolgreich zu machen. Die Ergebnisse sind klar, eindeutig, umsetzbar und deshalb sollte man sie kennen. Prima, vielen Dank, Herr Pannella. Ja, der zweite Grund ist, warum sich jeder das angucken sollte, ist, wir haben mit sehr unterschiedlichen Menschen gesprochen aus sehr vielen Branchen und damit können die Menschen, die sich die Studie angucken, sehr unterschiedlichen Perspektiven über wie geht erfolgreiche Markenführung in der Zukunft gewinnen und damit auch schauen, wie viele dieser Kriterien erfüllt schon das Unternehmen, über die man da spricht. Herr Pannella, Sie betreuen bei Gray sehr viele große, starke Marken. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir in Deutschland ein generelles Problem haben mit der Zukunftsfähigkeit, vielleicht gerade von deutschen Marken? Das glaube ich nicht, weil interessanterweise sieht man sehr viele Unternehmen in Deutschland, die sehr gut aufgestellt sind, was diese Treiber angeht. Also wir haben heute Abend über diese 9-mal Jahr. Ich würde nicht behaupten, dass die Mehrheit unserer Kunden 7-mal mit Ja diese Fragen beantworten könnte, aber mindestens die Hälfte davon. Und man redet oft darüber, dass vielleicht Unternehmen in den USA oder in anderen Ländern schon einen Schritt voraus sind. Das glaube ich nicht, basierend auf die Erkenntnisse, die wir bislang haben. Herr Schäffler, TNS Infratest ist ein sehr erfahrenes, renommiertes Institut für Marktforschung und Marketingberatung. Was war denn für Sie als Profi die überraschendste Erkenntnis, also bei den Ergebnissen der Brands Ahead Studie? Wir haben es in einem Slogan zusammengefasst, alles bleibt anders. Für mich war Ad 1 überraschend, dass wirklich die klassischen Werte einer starken Marke noch gelten, aber neu dekliniert werden müssen im Zeitalter der Digitalisierung. Das ist das eine. Und das zweite überraschende Ergebnis, muss ich wirklich sagen, ist die Homogenität über verschiedene Branchen, auch über B2C und B2B-Marken hinweg. Das heißt, es ist wirklich ein sehr gesetteltes Verständnis von Markenmachern darüber, was sie tun müssen. Herr Schäffler, Herr Pannella, ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, wenn Sie heute nicht die Chance hatten, hier live dabei zu sein, haben Sie wirklich was verpasst. Mein Tipp, gehen Sie jetzt nochmal in die Veranstaltungsübersicht des Marketing Club Düsseldorf, suchen sich die Veranstaltung aus, melden sich an und dann seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei und erleben, was das Beste ist, das unsere Region hier im Marketing zu bieten hat. Es lohnt sich.